Da sind wir wieder. Extinction, ja, sozusagen der im Aussterben betreffende Arc oder so. Ich verstehe nicht ganz, wie ich hier normalerweise runterkommen soll. Ich habe mich jetzt hier runter geflogen, einfach, ne, mit dem Admin-Befehl Fly, fertig, aus. Ich bin also unter der Karte im Moment. Under Forest heißt es ja auch, aber das ist nicht die Höhle. Die Höhle kommt nochmal extra. Das schauen wir mal an jetzt. Da ist so ein Gacha-Viech, die gab es ja Weihnachten. Oh, der ist sogar sehr hochwertig. 14 Element bräuchte ich, um den zu zähmen. Aber was mache ich mit einem Gacha? Ey, hau doch mal ab. Ich will doch den Gacha sehen. Relativ hochwertig. Aber bringt's das? Brauchen wir das Viech? Mit Metall könnte ich auch zähmen. Mit irgendeiner Munition, mit Element Erz. Total geil. So ein Blödsinn, echt. Snow Owl Gewürge, ja gut, aber ich hab keine. Weiß gar nicht, gibt's Schneeeulen hier? Ja, wahrscheinlich, muss ja wohl. Schon im Eisbiom. Noch gar keine gesehen hier. Ja gut, okay, gucken wir mal. Wo wir hier überhaupt langkommen. Da oben ist ein Bienennest, oder? Das ist das, was da gerade rot dargestellt wird, glaube ich. 21, 22. Ach, nee. Hey! Ach, der hat mich fertig gemacht, der Arschbär, ja. Was ist bei euch los? Kannst du mal stehen bleiben? Danke. So. 21, 2, da ist ein Raptor. Das ist zu weit. Nee, das ist auch nichts. Wo ist denn der scheiß angebliche Eingang in den Under Forest? Geht es nur mit dem Flieger? Muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, ist ja egal, ich verstehe das jetzt. Oh, ich muss noch weiter runter, ja. Aber wie? Wo geht's lang? Dass ich wirklich gesund runterkomme. Weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu hoch, dann wird es ungesund. Hm. Schweine gibt's, okay. Also die Höhle war auf, wo ich dann rein muss, fürs Artefakt und für den Titan. In the northeastern end of the underground forest, 11.8.39 ungefähr. Da muss man aber auf jeden Fall doch irgendwo runterkommen. Da jede Menge Gachas, was auch immer ich mit den Viechern soll. Mensch, ich muss mit meinem Wolf immer noch das Looten ausstellen. Der nimmt jede Menge Scheiße mit. Ja, ist gut jetzt, Wölfchen. Bleib mal stehen. Ach so. Ich wollte dir das Looten ausstellen. Ernteeinstellung? Nee. Verhalten? Nee. Das passt ja. Wo sind die Ernteeinstellungen? Ah! Ernteeinstellung. Deaktiviere Aufsammeln von Opfer-Items. Du hast viel zu viel Mist. Der nimmt die ganze Scheiße immer mit. Was soll denn der Quatsch? Jetzt ist er gegangen. Braucht ja irgendwie kein Mensch. Den Unsinn hier. Ja, die ganzen Knötchen, die braucht auch keiner. Weiß nicht, was ich daraus machen kann. Vielleicht kann man damit später irgendwas machen. Weil es ist ein Rohstoff angeblich. Aber ich wüsste nicht, was man daraus machen kann.
Fleisch habe ich auch zu viel, brauche ich auch nicht so viel. Ja, jetzt habe ich es wieder gefressen. Ich will es doch bloß fallen lassen. Oh, da war ein Affe, so ein kleiner. Der Große sitzt vorm Rechner. Ah, einwandfrei. So, okay, mal den ganzen Scheiß wegschmeißen hier. Okay. So. Ja, wie komme ich jetzt da runter? Ich muss irgendwie noch ein Stück weiter runter. Hier gibt es Libellen. Schön. Ah ja, okay, gar nicht schlecht. Ne, doch ziemlich schlecht. Ich muss in die Richtung. Bin also doch falsch. Aber ich muss da runter, nehme ich an. Ich weiß es aber nicht. Ah, da kommt gerade oben drüber so einen Orbital Airdrop runter. Orbital Supply Kiste. Hm. 15er Gacha, der hat sogar hohes Leben. Ich weiß aber nicht, wo, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich mit diesen Gacha anfangen soll. Ich habe keine Ahnung, ob man die braucht. Wow. Ob man die braucht oder was, weiß ich nicht. Also es soll ein klassischer Höhleneingang sein. Ja, hat ein bisschen wehgetan, tut mir leid. Oh ja. Es hat sogar nicht nur ein bisschen wehgetan, so langsam wird es Zeit, dass ich den mal heile. Oder dass der sich heilt. Der hat jetzt echt, der hat ganz schön Leben verloren jetzt, ey. Scheiße. Jetzt wird es irgendwie Zeit, dass er sich mal heilt. Kann ich dir befehlen, das Zeug zu fressen? Heilst du dann schneller? Ja, könnte sein. Der levelt auf jeden Fall noch. Der levelt zwar angeblich auch noch, aber das habe ich ja falsch eingestellt. Der kann nicht mehr leveln, da ist vorbei. So, jetzt muss ich auf 11 irgendwas. Also ich nehme an, ich bin hier gar nicht mal so verkehrt. Ja, das ist... Ich habe schon Angst gehabt, dass er abspackt. Ey, was ist denn jetzt? Keinen Unsinn machen. Wahrscheinlich lädt er gerade den letzten Bereich ganz unten. Frisst es mal, heil dich mal schön. Weil das war jetzt irgendwie scheiße teilweise. Wenn du direkt frisst, kannst du auch gut heilen. Das ist das Schöne. Ja, wir sind relativ gut auf dem Weg. Wir müssen zu 11 und 38 oder sowas. Also wir sind ziemlich gut auf dem Weg. Hier irgendwo muss es sein. Ein ganz klassischer Höhlen. Da. So, ich nehme mal an, den Flieger muss ich hier lassen. Oh, da ist, glaube ich, eine Explorer-Notiz. Ja. Den nehmen wir doch mit. Helena. Ja, müssen wir uns alles mal bei Gelegenheit dann alles zusammen angucken. Hier auch? Nee, das ist ein Stein. So, ich weiß nicht, ob du mitkommst. Ich glaube, das wird nichts. Ne? Also da würde ich sagen, lass mal dich mal hier. Dankeschön, du kannst da bleiben. Viel Spaß, du wartest draußen. Und wir gehen rein. Soll eine relativ straight Höhle sein. Ohne große... Herausforderung, einfach runter. Wir warten mal, bis mir die Höhle lädt. Aber ich denke, dann werde ich absteigen. Und werde eher mit Schusswaffen arbeiten, damit ich die scheiß Artepleure an was loswerde. Oh, was geht denn hier, ey? Terrorvögel. Genau, die gibt es nämlich auch hier drin, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Terzinosaurus jede Menge. Alter, was geht denn da ab? Ja, er wird sich schon heilen, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ob der sich heilt oder ob der aufs Maul gekriegt hat. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass er sich ein bisschen heilt. Kannst gleich noch was essen.
Es geht mir gar nicht um deine Nahrung, die ist mir scheißegal. Du musst heilen, das ist das Problem. Ich bilde mir ein, du warst schon auf 78,5, also das heißt, du verlierst ständig irgendwie Leben. Da kommt was. Polovia. Okay, jetzt hast du Leben gewonnen, das ist okay. Ah, jetzt wird er gerade die ganze Zeit geschlagen, weil er sein scheiß Level-Animation hat. Das nervt sowas. Jetzt hat er dadurch Leben verloren, oder was? Ja. Wegen der scheiß Level-Animation. Sehr sinnvoll, echt. Wegen der bescheuerten Level-Up-Animation hat er jetzt Leben verloren. Das ist wirklich nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es nervig. Er war gerade wieder auf einem guten Weg. So ein Scheiß. Vielleicht sollte ich doch alleine vorgehen. Na ihr? Was kommt denn da an? Megalo. Ja, wäre auch cool mal einen zu zähmen, aber... Auf Aberration habe ich einen, ne? Da hinten ist ein Polovia. Das Problem ist, der ist im Moment Bury Buff, das heißt, der ist eingegraben, genau. Ja, das Problem ist, er kommt auch nicht raus. Er ist zwar schon auf Aggressivitätsmodus, aber kommt nicht raus. Und ich erwische ihn aber nicht, wenn er eingegraben ist. Soweit ich weiß. Es geht nicht. Das ist so das kleine, aber feine Problem dabei. Das heißt, die blöden Polovias werde ich wohl mit Wolf machen. Lass ihn ja nochmal fressen. Na, jetzt hat er wenigstens wieder 5000. 500 meine ich. Kann hier nochmal reinfressen. Jetzt hat er mich runtergeschubst. Was ist denn? Hast du auch eine abgekriegt oder was? Hey Wolf, mach was! Oh Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Der hat also dasselbe Problem. Ich habe gedacht, der kriegt das nicht unbedingt. Ja, wieder verloren. Klasse. Ja, dann, ich glaube, dann lasse lieber ich mich abschlachten oder was. Wobei das auch schlecht ist, wegen meiner Rüssi. Ja, wobei die Rüstung ist gut. Dann muss der sich erstmal heilen. Ich hätte mal vielleicht diese Heilungspakete herstellen sollen. Auch wenn ich mir einfach die Zutaten hergezogen hätte, das ist ja scheißegal, aber ich hätte mal diese Sachen herstellen sollen. Habe ich halt nicht gemacht. Ja, lassen wir noch so ein Polovia. Ah, jedes. Du kannst dem nicht ausweichen. Leck mich! Kann dem nicht ausweichen, das ist doch zum Kotzen. Ja gut, besonders stark beschädigen tut es jetzt nicht, aber es nervt. Was soll denn der Blödsinn? Jede Menge Megalos, Alter, was geht denn hier ab? Nee, ach nee, sind Alo. Sehe ich gerade. Sind ja gar keine Megalos. Und schon wieder hat er mich gelähmt, oder was? Nee. Was warst du denn eigentlich? Du warst kein Polovia. Ach, Caprosuchus. Ist da unten Wasser, oder was? Wahrscheinlich. So, ich glaube, die Höhle werden wir auch nicht auf einmal schaffen. Das ist ein bisschen lang. Hä, wo ist denn jetzt der scheiß Wolf? Ha! Voll vorbeigelaufen, ey. Idiot. So. Du darfst noch mal was essen. Stück weit darfst du mit vor, aber wie gesagt, es hat keinen Sinn. Der hat immer was davon, wenn man hier kurz reinkrabbelt, dann da direkt ist. Das bietet einen Buff. Das ist schon okay. Aber da kommt was.
Ja, fress dich mal satt und mach mal, dreh mal durch erwägen und dann passt es. Dann kannst du da hinten stehen bleiben. Aber 78,5k klingt gut. Wenigstens hast du ein bisschen was. So ein Sheet. Ja, dann fress das gute Zeug, das ist ganz sinnvoll. Das kannst du mal alles fallen lassen, du hast viel zu viel Fleisch dabei. Ich brauche jetzt kein Fleisch. Ja, doch, sieht gut aus. Also du kriegst auf jeden Fall Level Up dazu, das ist in Ordnung. Was macht meine Rüssi? Ja, die sieht auch noch gut aus. Also da ist noch nicht viel passiert. Das sind alles gut. Und ich heile ja sowieso und ich habe Medizin, glaube ich, auch dabei. Ja, Medizin habe ich dabei. Wenn es ja alles schief gehen sollte, was ich nicht glaube. Das nervige Pullover-Viech, das ist ein bisschen zum Kotzen. Ja, schon wieder auf Aggressivitätsmodus, kommt aber erst raus, wenn er mich angreift. Und man kann dem aber irgendwie nicht richtig ausweichen. Ich versuche es jetzt nochmal, indem ich dann zur Seite springe. Nee, der hat mich erwischt. Ich bin zwar zur Seite, aber der hat mich erwischt. Das ist ein Scheißvieh, so ein Drecksviech. Ah, da schreit was. So, Ruhe ist hier. Mann, ey. Der hat Pelz dabei. Was bist denn du eigentlich? Jutyranus. Genau. Achso, du hast natürlich eine Lunge. Gib mir die mal. Ich weiß doch nicht, ob ich die brauche, aber ist ja wurscht. So, okay. Mann, Mann, Mann. So, wo ist mein Wolf? Ganz da hinten steht er. Eieiei. Weiter runter. Och, da ist sogar was, wo du reinkrabbeln kannst. Dann los geht's. Kannst du das Fleisch zwar wieder wegschmeißen, weil wir eh genug haben, aber dir tut es gut wegen deiner Gesundheit. Mal wieder langsam, ey. Ist ja zum Kotzen. So. Und dann geht's hier langsam um die Kurve. Habe ich ja gerade einen Skorpion gesehen. Nö. Artoblüra. Ja. Yeah. Atroblöra. Anspucken könnt ihr euch selber, ihr Mistviecher. Ja. Die Anspuckerei ist scheiße. Schon wieder so viel. Der hat überhaupt keinen Widerstand. Was ist mit dem Wolf los? Ach, ich bin ja blöd. Der hat keine Rüstung. Der hat ja keinen Sattel. Jedes andere Viech hat einen Sattel, was ich hatte teilweise. Ja, natürlich. Und dementsprechend können die sich dann auch leichter verteidigen durch den Sattel. Aber der hat keinen. Tja, schade. Dann kriegt der natürlich auch immer voll aufs Maul. Baronyx? Hier ist kaum Wasser und trotzdem ist hier so ein Baronyx-Viech. Also das verstehe ich nicht, die Logik, aber egal. So. Knallt das Viech ab. So, tschüss. Alle weg. Erstmal freiräumen hier. Ich muss jetzt mal langsam mal meinen Wolf schützen. Ich komme selber irgendwie klar mit den ganzen Mistviechern. Ja, das wird eine ganze Kampftruppe bestehend aus... Pelz, wer weiß wofür. So, Wolf, komm mit. Sorry, ist gerade ein bisschen dunkel. Aber Nachtsicht, ja, ich weiß gar nicht, Nachtsicht gibt es hier, glaube ich, mittlerweile sogar, aber ich habe keins dabei. Und Fackeln habe ich auch, glaube ich, effektiv keine. Da ist ein kleiner See. Da geht es weiter runter. Was steht da an dem See? Oder geht es über den See weiter runter? Könnte auch sein. Sag mal, könnt ihr mir mal zeigen, was da steht? Was sind denn das?
Alo, Megalo, das sind Alo, hä? Ja, ja. Die kann ich so schnell erwischen, hoffe ich. So ein Cabrosaurus hat einen ekelhaften Sprungangriff. Der könnte mir auch eine reinhauen. Ein bisschen vorsichtig. Aber ich habe nur noch erwischt. Hat mich zwar runtergeholt, aber ich habe nur noch erwischt. Ja, okay, jetzt bist du wenigstens schon mal über 600. Hast, so langsam kriegst du was zurecht. Ja, das ist ja irgendwie mistig so. Das scheint echt hier drüber weiterzugehen, über so ein Wasserding. Oh! Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll man doch den anderen Weg nehmen. Ist das ein Rex? Wow. Hier drin in der Höhle ein Rex, nicht schlecht. Ja, ja, schrei mal. Das beeindruckt nur ein wildes Tier, mich nicht. Kannst du also alles vergessen, was du da treibst. Mir doch scheißegal. Ui. Nee, ich glaube, man muss tatsächlich über das Wasser. Anders geht's nicht. Aha. Weil man sonst zu viel Schaden nimmt. Und hier geht man praktisch über den Wasserfall runter oder so. Aha. Ja, ja. Na? Ach, ihr seht, ihr seid ganz da unten. Ja, da kriege ich euch natürlich nicht. Der ist auch da drunter. Den habe ich schon mal. Den haben wir auch. Jetzt fehlt nur noch einer. Den haben wir auch. Da hinten ist ein hässlicher Mikroraptor. Den haben wir auch. Da unten schlappt noch was. So. Okay, Wölfchen. Ah, steht jetzt da oben rum. Wie komme ich denn hier normalerweise? Ne, ich muss woanders runterkommen eigentlich. Aber ist egal. Finden wir auf dem Rückweg vielleicht raus. Ach, da ist ja noch ein Mikroraptor. Wie putzig. Kriege ich den so irgendwie, dass ich nicht erwischt werde? Nee. Doch! Haha! Singe ich Ella Badge, würde ich sagen. Ja, hat ein bisschen wehgetan, aber egal. Das Keratine, was kann ich mitnehmen? Den Rest, den könnt ihr behalten, den kann ich ja dann kaputt machen. Wegschmeißen. Quatsch, ich will doch kein Metall und Stein hier mitnehmen. Für eine Tour würde ich woanders hingehen. Was haben wir noch hier? Hier war doch noch irgendwo einer. Das ist nix. Ja, aber hier war doch noch irgendwo eine Leiche. War doch noch irgendwo ein... Ah! Hier ist einer. Und da war noch mehr. Bilde ich mir ein. Da hinten, wa? Jawohl. Da kommt der Rex an. Naja, 25er Rex, Wahnsinn. Der wäre sowieso keine Herausforderung. Na gut, Rex ist Rex, aber trotzdem, also... So der Brüller wäre das nicht. Haben wir hier die scheiß Polovia. Haben ihren Sprungangriff nicht genutzt, leider verloren. Aber ich glaube, das können sie auch tatsächlich nur im Überraschungsmoment machen. Also wenn sie alleine sind. In der Gruppe geht es irgendwie nicht. Jetzt hat er es wieder gemacht. Ich
meine, ich nehme mir nicht viel Schaden, meine Rüstung geht auch nicht sehr kaputt, aber es ist nervig einfach. Sehr nervig. Wie kaputt ist denn meine Rüstung? Ja, kannst vergessen. Gerade mal 10 Punkte weg oder so. Das ist für ein A von der Haltbarkeit. Ich höre das Artefakt schon irgendwo rumgammeln. Dahinter vielleicht. Terrorvögel. Da kommt einer. So, was mit dem anderen Terrorvogel? Kommst du her oder was? Oder machst du keine Lust? Oder wie oder wo oder was? Oder warum? Aha, kommt der nächste Scheiß an. Hey! Leck mir am Arsch, Junge. Was soll das? Oh, da ist ein Tech-Rex oder sowas. Hä? Willst du mich für Scheiße? Ach, der ist dahinter. Den habe ich zumindest auf mich aufmerksam gemacht. Der kann herkommen. Ist ein Jutyranus, oder? Ja. Der ermutigt erstmal seine Leute. Bringt ihm aber auch nichts. Na! Was ist los mit euch? Kriegt ihr es auf die Reihe? Oh, Scheiße! Wie, noch einer? Mein Gott! So, was ist jetzt los mit den Jutyranus? Jutyranus, gib mir Pelz, gib mir das. Mann, 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 Mann. Das hier, Terrorvögel, Bocke, Sau. Terrorvögel. Kann sich selber was terroren. Das nehme ich alles mal mit und dann kann ich aber da alles von wegschmeißen. Ich brauche weder so viel 1000 Fleisch. Wenn ich eine Fleischtour machen will, dann mache ich die mit einem. Mache ich die in der Nähe meiner Base. Wo ich nicht so weit habe, weil jetzt vergammelt sowieso alles. So, was bist denn du, du Vogel der Nacht? Du bist tatsächlich ein Tech-Rex. Was bist denn du? Was bist du? Ach, ein Megalo. Du warst ein Megalo, wie ich die ganze Zeit schon gedacht habe, dass da einer drin ist, aber noch keinen gesehen. Okay, Artoblüra habe ich auch. Da ist noch ein Terrorvogel. Nicht ein Terrorvogel, sondern Polobia. Und was bist du jetzt? Sag mal, kannst du dich mal zeigen? Ich hab dich doch eigentlich im Visier. Ein Tech-Rex, ja. Ah, warst du. Die bringen jetzt auf jeden Fall Tech-Gegenstände. Das ist ja auch nicht schlecht, so. Ha! Hab ich den jetzt echt erwischt im Vorbeiflug. Das war jetzt cool. Das war jetzt nicht schlecht. Oh, whoops! Was geht denn hier ab? Hi. Ach, halt doch die Fresse. So. Irgendwo muss es das schon fast sein. Wir sind in einem Tech-Bereich. Und im Tech-Bereich muss irgendwo das Artefakt sein. Ich habe es auch schon gehört irgendwo, aber wahrscheinlich schon wieder vorbei. Jetzt höre ich es schon wieder. In der großen Kaverne hieß es. Es ist aber eher da hinten. Gucken mal. Ich will jetzt nicht gleich losfliegen. Wir gucken erstmal, ob wir so hinkommen. Also wir sind hier auf jeden Fall in einem technischen Bereich. Man hört es, wir sind auf Metall. Künstlich hergestellt. Nicht natürlich irgendwas. Alles gut. Aber wo geht's lang? Ja, von da oben komme ich runter.
große Kaverne. Ja, das muss ja dann eigentlich schon die hier sein. Jetzt ist halt nur die Frage, ist das der Jutyrannus? Ja, der bringt mir... Nee, das war kein Jutyrannus, das war was anderes. Warte mal. Ja, das wäre mein Viech. Okay, also hier komme ich dann doch noch irgendwie wieder rauf. Wenn ich mal Licht hätte. Da oben ist mein Viech. Also da oben muss es sein. Da muss auch das sieht mir auch so aus, wie wenn da ein Terminal ist. Aber es ist ja die Frage, wie komme ich da normalerweise hin? Ich bin wahrscheinlich zu weit runtergeflogen. Oh, das war gut. Da war wenigstens Wasser. Scheiße. Okay. Aber irgendwie bin ich hier trotzdem falsch. Aber hier flackert so. Da ist irgendwo in der Nähe das Artefakt. In der Nähe des Artefakts muss auch ein Terminal sein, wo ich dann den Forest-Titan beschwören kann. Hier ist falsch. Aber wo ist es denn? Schnalle ich halt jetzt gerade nicht so ganz, ne? Ich würde sagen, ich gucke mir das raus. Es ist eh jetzt lustig gewesen und jede Menge Fehlerei gegen die Scheißviecher schon wieder. Da oben geht's noch ab. Okay, oder sind die schon wieder respawned? Ich würde sagen, hier, danke fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung. Ne, du bist auch ein Megalo gewesen. Ne? Gerne Bewertung oder einen Kommentar da lassen und wir sehen uns wieder, wenn ich beim Artefakt bin und dann vielleicht gleich den Titan noch mache. Forest Titan. Werde ich schon schaffen. Auf der ersten Stufe auf jeden Fall. Und dann gucken wir halt mal weiter. Sag mal, habe ich irgendwelche Fackeln oder was dabei? Nee, ne? Die Null, die kann ich. Das ist. Ja, das ist keine Lichtquelle. Was? Ladungslampe kann ich platzieren in der Struktur. Ach so, hier darf man keine Strukturen platzieren, ja. Ja, das bringt nichts. So ist es nur eine Waffe. Macht aber kein Licht. In dem Sinn. Bringt mir gar nichts. Na gut, also. Gerne Bewertung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ich das Artefakt gefunden habe. Ich gehe jetzt nochmal rauf. Muss ja irgendwo anders sein, als ich denke. Jetzt hört man schon wieder mehr. Hm. Muss da irgendwo sein. Wahrscheinlich muss ich doch da von meinem Wolf da oben irgendwo anders hin. Naja, bis denn. Komme ich hier durch? Gibt es hier irgendwo was? Ein Weg? Nee. Naja, es bietet ein bisschen Licht, ne? Warum habe ich keine Fackel mitgenommen, Mann?